Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem täglichen Talk bei OK54. Zu Gast im Studio bei mir ist heute Kai Biegel, erster Vorsitzender des Kulturringes Euren. Der Kulturring Euren ist ein Zusammenschluss aus 16 Vereinen des Stadtteiles, die das kulturelle Leben dort maßgebend fördern und stärken. Unser Thema heute ist der Neubau des Eurener Bürgerhauses, der in völliger Eigenregie des Kulturrings geschieht. Hierfür wurde ein ganz besonderes Konzept entworfen und darüber möchten wir heute mit Herrn Biegel sprechen. Herzlich willkommen im Studio. Ja, guten Tag, Frau Kasten. Würden Sie bitte für unsere Zuschauer die Sachlage mal kurz umreißen, warum es genau zum Neubau kommt? Ja, wir hatten ja schon vor 25 Jahren das Glück gehabt, dass wir ein Bürgerhaus bekommen haben in Verbindung mit einem Jugendzentrum. Dieses Bürgerhaus haben die bestehenden Vereine zu der damaligen Zeit mit Eigenleistung und mit finanzieller Unterstützung von Stadt und Land aufgebaut. Das war eine ehemalige gastronomische Geschichte gewesen, die dann auf unsere Zwecke angepasst wurde. Es wurden mehr wie 25.000 Arbeitsstunden verarbeitet, mehr wie 250.000 Euro Material verarbeitet. Und das Ganze ist dann vor 25 Jahren an den Start gegangen und hat bis heute durchgehalten. Man muss das so sagen, es war ein altes Gebäude. Und wir haben dann das Problem gehabt, dass wir dann immer nach den haushalterischen Richtlinien der Stadt unseren Jahresabschluss machen mussten, keine Rückstellung bilden durften. Und für einen Verein, der sowieso immer nur die Null als erstrebenswertes Ziel hat, für einen Ertrag darzustellen, ist dann natürlich dann eine schwierige Zeit, für auch Geld in Rückstellungen zu bringen. Durch diese fehlenden Rückstellungen hatten wir dann nicht immer wieder die Möglichkeit gehabt, irgendwelche Schäden oder sowas dann auch professionell dann zu beseitigen. Wir haben dann vieles in Eigenleistung gemacht. Und vor 3 Jahren ist dann mal ein Architekt losmarschiert und hat mal festgestellt, was ist denn alles an dem Gebäude kaputt? Wie müssen wir denn jetzt vorgehen? Wie viel Geld müssen wir investieren? Und wir haben ein sogenanntes Vorderhaus oder einen großen und einen kleinen Saal. Und da wurde dann festgestellt, dass alleine in dem Vorderhaus 380.000 Euro dann nicht mehr an Renovierungs-, sondern tatsächlich an Sanierungskosten auf uns zugekommen wären. Und die waren wir nicht imstande, als Verein zu stemmen. Und da haben wir uns zusammengesetzt und überlegt und gemacht und getan. Und dann sind wir da auf die Idee gekommen, wir bauen dann neu. Wie genau sieht denn jetzt dieses besondere Konzept aus und was für ein Raumangebot wird nachher entstehen? Also, das Grundkonzept bleibt das gleiche, wie das alte Bürgerhaus mit Vorderhaus hatte. Das heißt, der Kulturring Trier-Euren bietet den 16 Vereinen einmal einen großen Veranstaltungsraum, der natürlich auch von den Bürgern mitgenutzt werden kann, der auch von Gewerbe mitgenutzt werden kann für Präsentationen oder Feierlichkeiten. Des Weiteren werden wir Raum schaffen für das Jugendzentrum. Wir werden für das Jugendzentrum sowohl pädagogische Räume erschaffen, als auch einen Veranstaltungsraum. Wie früher hatten wir die Linie 1, berüchtigt in Euren oder im westlichen Stadtteil, viele Partys stattgefunden, werden wir den Jugendlichen mit zur Verfügung stellen. Und wir hatten früher auch schon einen Teil der Kosten dadurch abdecken können, dass wir Wohnraum geschaffen hatten. Und den werden wir wieder schaffen. Wir werden also dann auf diesem Gebäude 2 Wohnungen machen. Und das ist aber noch unklar, ob wir die vermieten oder verkaufen. Im Moment geht die Tendenz eher dahin, dass wir verkaufen. Und dieser Neubau wird wirklich ohne jegliche Hilfe vom Land stattfinden? Ja, ohne jegliche Hilfe vom Land. Und ich bin noch in einer anderen ehrenamtlichen Tätigkeit Stadtrat. Von daher bin ich immer wieder mit dem haushalterischen Problem der Stadt Trier befasst. Und da haben wir erst gar keinen Antrag gestellt, für das Bürgerhaus mit städtischen Mitteln zu versorgen. Wir bekommen also von der Stadt zwar alle Unterstützungen, die wir moralisch oder sonst irgendwie bekommen können, aber die Stadt kann uns kein Geld zur Verfügung stellen. Wir haben aber das Glück gehabt, dass auf dem Nachbargrundstück ein Altenheim oder ein altenheimähnliches Gebäude entsteht. Und die waren froh, als wir denen die Fläche mit angeboten haben. Da haben wir halt ein paar Euro mehr bekommen für den Quadratmeter, wie wir sonst bekommen hätten. Also von daher planen wir so, wir verkaufen an unsere Nachbarn zu einem schönen Preis und der ermöglicht uns zumindest zu starten. Wir sind ansonsten ausgestattet wie normale gewerbliche, sagen wir mal, Bauherrengemeinschaft oder Baugemeinschaft. Und
Wir bauen dann halt mit dem Geld. Wir werden Eigenkapital darstellen von über 40%, was für viele andere Menschen immer ein Problem ist, selbst wenn sie selbst bauen. Die meisten kommen mit weniger wie 20% an Eigenbau ran. Wir sind bei über 40% und werden uns ganz normal dem Kapitalmarkt dann mit Geld versorgen und werden das Ganze auf ganz normale Art und Weise dann darstellen. Nun fragt man sich natürlich, wie man auf so eine interessante und innovative Idee kommt. Wer waren denn da die Initiatoren? Ja, die Initiatoren ist, wie das halt immer so ist. Man sitzt zusammen, ärgert sich dann über die Gelder, die man benötigt, für irgendwas zu machen, wo man die Gelder nicht zusammenbekommt. Und irgendwann macht dann bei irgendeinem Klingelingeling und sagt, passt mal auf, Leute, wenn wir das Geld nicht zum Sanieren haben, dann reißen wir da ab und bauen neu. Und wie das manchmal so ist im Leben, ist tatsächlich der Neubau, das war ja dann die grundlegende Idee. Die war ja, bevor wir wussten, dass wir das Grundstück verkaufen konnten, zu dem Preis verkaufen konnten, war diese Idee geboren. Wir hatten also verschiedene Pläne aufgelegt, wie wir finanzieren könnten und waren dann eigentlich von Anfang an absolut sicher, dass das auf diese Art und Weise funktioniert. Sie haben eben schon angesprochen, dass jetzt bei dem Haus, was noch steht, schon Eigenleistung der Vereine geschehen ist. Wird das beim Neubau auch der Fall sein? Weil ich denke, es ist einfach kostensparender. Ja, das ist richtig. Es wäre kostensparender. Wir haben über 25 oder über 30.000 ehrenamtliche Helferstunden bei der Aktion 1987 eingesetzt. Aber man muss auch zum einen sagen, verändert sich das Vereinsleben. Das heißt also, einen solchen Mammutprozess bekämen wir heute höchstwahrscheinlich nicht mehr hin. Also ungeprüft haben wir das erstmal so angenommen. Auf der anderen Seite, dadurch, dass wir neu bauen, gibt es auch bestimmte rechtliche und sicherheitstechnische Dinge, die zu berücksichtigen sind. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, komplett neu zu bauen. Und dieser Bau wird höchstwahrscheinlich auch mit dem Generalunternehmer unseres Nachbargrundstückes stattfinden. Da finden noch letzte Gespräche statt. Und dann hätten wir alles unter Dach und Fach. Das heißt, dann wären die Vereine befreit von Leistungen, die zu erbringen sind. Und wir müssen einfach von der finanziellen Seite dahin gehen und müssen sagen, wir bedienen uns dem Kapitalmarkt und bauen dann so und ersparen dann den Mitgliedern, heute nochmal aktiv reinzugreifen. Die werden noch genug zu tun bekommen. Es gibt auch danach genügend Aufgaben, die dann durch Manpower zu bewältigen sind. Vielleicht noch eins zu erwähnen, zu dem damaligen Zeitpunkt war das auch so, dass diese Mammutleistung erst ja auch mit dazu Früchte getragen hat, dass wir heute imstande sind, das so zu machen. Hätten die Vereine früher diese Arbeit nicht geleistet, dann könnten wir heute nicht auf so ein Eigenkapital zurückblicken, beziehungsweise auf so eine schöne Eigenkapitalquote zurückblicken, die es uns ermöglicht, dann auch ganz normal über den Finanzmarkt zu finanzieren. Sie haben eben schon angesprochen, die Stadt Trier ist hoch verschuldet und dass Sie erst gar nicht auf die Idee kamen zu fragen. Denken Sie, dass die finanzielle Lage es überhaupt zugelassen hätte, Sie in irgendeiner Weise zu unterstützen? Also, wenn ich mir anschaue, wir haben das Bürgerhaus in Trier Nord, die eine sehr harte und intensive Sozialarbeit leisten innerhalb des Gebäudes. Da bin ich auch der Meinung, da muss mit Geld hinein. Dann hat die Stadt Trier dem Stadtteil Ehrang ein Bürgerhaus hingestellt, mit Unterstützung auch durch Gelder, die aus Ehrang erbracht wurden. Auch das kostet heute noch Geld. Und ich war bei der einen oder anderen Diskussion leibhaftig dabei und konnte feststellen, da wäre kein Euro mehr zur Verfügung gestellt worden, für einen anderen Stadtteil das zu machen. Aber selbst damals der Oberbürgermeister Schröer hat ja unsere Vorgehensweise 1987 immer als Beispiel genommen. Wenn ein Stadtteil kam, hat gesagt, wir sind aber jetzt ein Stadtteil, wir möchten auch ein Bürgerhaus haben, wie die Euerner oder wie die. Und da hat der OB hat die dann immer zu uns geschickt und hat gesagt, geht zu den Euerner und fragt dann die Euerner, wie die zu dem Bürgerhaus gekommen sind. Und wenn dann das genauso macht wie die, kriegt ihr von uns jede Unterstützung. Herr Biegel, Sie sind auch Mitglied im Stadtrat. Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie waren 1987 schon Vorreiter in Sachen Bürgerhaus bauen. Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Modell jetzt Schule macht oder auch machen sollte? Es würde mich freuen, wenn das mit Schule macht, weil ich glaube, wir haben innerhalb unserer Gemeinschaft insgesamt ein Problem, das sich in den letzten Jahren eigentlich immer mehr herausgestellt hat. Das heißt, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann muss der Staat oder muss die Stadt oder muss das Land, irgendjemand muss kommen und muss mir helfen. Und er ist einfach verpflichtet dazu. Und das funktioniert nicht. Also dann quäle ich auch manchmal gern den alten Kennedy-Spruch, frag nicht das, was du willst, frag, was das Land braucht oder so ähnlich war der ja immer.
Ich glaube, dass wir innerhalb unserer Stadtteile, innerhalb von unseren Vereinen auch Selbstverantwortung übernehmen müssen. Und diese Verantwortung, diese Übernahme der Verantwortung bringt dann die Vereine auch in aller Regel dahin, dass sie Verantwortung mit einem anderen Selbstbewusstsein dastehen können. Wir haben in Euern das Glück, dass wir sehr aktive Vereine haben. Wir haben die Feuerwehr mit dem eigenen Feuerwehrgerätehaus, wo die sehr intensiv mitgearbeitet haben, wo die auch ihre Räumlichkeiten haben. Wir haben einen Sportverein, den TuS Euren, eigenes Vereinshaus. Wir haben den Musikverein Trier Euren mit einem eigenen Vereinshaus. Wir haben den Kameradenverein Euren. Ich glaube, da kennt jeder in und um Trier herum, kennen die Kameraden, die Grillhütte, die extravagant ist. Und trotzdem brauchen wir immer noch ein Bürgerhaus für Großveranstaltungen zu machen. Oder auch für Veranstaltungen zu machen, die für andere Leute dann in größerem Rahmen von Nutzen sind. Oder auch, was für uns absolut wichtig war und ein absolutes Muss war, dass wir das Jugendzentrum mit beherbergen können. Also das, wir halten das ja für unabdingbar, dass das Jugendzentrum ein Heim hat. Und die Gefahr hätte dann bestanden, das Jugendzentrum, da ist ja jetzt auch die Stadt natürlich mit Unterstützer in dem Sinne, weil das Jugendzentrum ist ein eigener Verein, aber im Auftrage der Stadt. Und die Stadt wird dann bei uns Mieter werden für das Jugendzentrum. Das, also soweit werden wir mit der Stadt dann schon immer wieder zu tun haben. Und die Stadt wird uns, um dann auch nochmal festzuhalten, bisher haben wir immer 10.000 D-Mark, 5.000 irgendwas Euro an Unterstützungsmaßnahmen für das Bürgerhaus, für den Unterhalt des Bürgerhauses bekommen. Das wurde uns zugesagt, dass das auch weiterhin der Fall sein wird. Also so ganz ohne geht es nicht, ist auch, finde ich, auch gut. Aber ich halte es für wichtig, dass die Vereine auch in die eigene Verantwortung hineinkommen und hineingehen, um dann auch selbstbewusst darzustellen, wir sind das und du Stadt kannst uns zwar unterstützen, aber eigentlich brauchen wir dich nicht. Ich halte das für wichtig. Kann man also sagen, dass das Bürgerhaus eine Riesenbedeutung hat im Hinblick auf Kultur und Leben in Euren, das ein Mittelpunkt, ein Zentrum darstellt? Also unsere Vereinsvorväter haben das so erkannt. Und das Euerner Bürgerhaus ist heute aus Euern nicht mehr herauszudenken. Das muss man ganz klar sagen. Deshalb gab es für uns auch nie eine Option, es sein zu lassen. Obwohl wir ja jetzt, ich habe ja eben ja schon vier Vereine genannt, die ihre eigene Herberge haben. Es gab für uns nie eine Option, das sein zu lassen. Wie ist denn jetzt der zeitliche Ablauf? Wie wird das jetzt alles vonstatten gehen? Wann denken Sie, wird das Bürgerhaus fertig sein? Tja, das ist eine gute Frage. Wir haben heute den 17. Mai. Am 23. Mai ist der Abrissunternehmer beauftragt. Dann soll schon mal abgerissen werden. Das muss so schnell gehen, damit unser Nachbar anfangen kann, weil der schon noch ziemlich weit mit Bauen ist, dass er bauen kann. Wir sind noch nicht fertig mit unseren Schlussplanungen. Wir haben auch noch keine Auftragsvergabe gemacht. Wir gehen aber trotzdem davon aus, dass mit guter Arbeitsleistung, alles muss funktionieren, der liebe Gott muss uns da ein bisschen mit unterstützen, dass wir nächstes Jahr im Dezember unter Umständen schon die eine Weihnachtsfeier oder eine Eröffnungsfeier machen können. Der absolute Wunsch ist, dass für 2013 der Karnevalverein wieder das Gebäude für seine Karnevalssession voll nutzen kann, also möglichst von dem ersten Tag an nutzen kann. Der 11. November wird wohl nicht dann der Tag sein, wo sie schlachten können, aber wir wünschen uns, dass wir ab Januar schon schlachten können. Ist ambitioniert, aber man wächst mit seinen Aufgaben und die Vergangenheit hat gezeigt, man muss dran glauben und muss dann hinarbeiten. Da frage ich mich natürlich, wie Sie jetzt die Zeit überbrücken mit den ganzen Veranstaltungen. Werden die dann in die anderen Hallen verlagert oder wie sieht das aus? Also die Großveranstaltungen können dann natürlich ein Jahr nicht mehr in Euren stattfinden, nicht mehr in dem Maße. Es sei denn, wir machen eine Open-Air-Veranstaltung. Aber wir machen ja eine Open-Air-Veranstaltung jedes Jahr, das ist ja die Euerner Kirmes, zu der ich Sie und die Bürger recht herzlich dann nochmal zu einlade. Das dürfte die dritte Augustwoche sein in diesem Jahr mit dem ordentlichen Konzept. Aber ansonsten, die Vereine unterstützen sich jetzt gegenseitig. Also die Vereine, die in dem Bürgerhaus immer wieder zu Trainingen, zu Veranstaltungen oder sonst noch was hineingegangen sind, die sind mittlerweile bei den anderen Vereinen in anderen Räumlichkeiten. Hier noch zu erwähnen ist ja auch, dass wir auch von der katholischen Kirche also auch Räume haben, die auch mitgenutzt werden dürfen. Von daher sind wir eigentlich gut ausgelegt. Die kleinen Veranstaltungen kriegen wir alles innerhalb von Euern erledigt. Nur keine großen Veranstaltungen. Herr Wiegel, würden Sie sagen, dass der Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl durch dieses Projekt noch mehr in Euren gestärkt wird? Also ich bin der festen Überzeugung, dass das Bürgerhaus Trier Euren seit 25 Jahren dieses Gemeinschaftsgefühl stärkt. Und wir machen ja nur viele, viele Sitzungen.
Es geht eigentlich schon über das Maß hinaus, was man einem Ehrenamtler zumuten kann. Aber ich als Vorsitzender und meine Kollegen im Vorstand, wir sind davon überzeugt, wir müssen die Vereine kontinuierlich auf dem Laufenden halten. Und da stellt sich eigentlich immer wieder raus bei solchen Sitzungen, wir haben noch keine Sitzung rumgebracht, die mit dem Bürgerhaus zu tun hat, wo auch nur eine Enthaltung war. Wir waren immer alle, immer einer Stimme. Und ich hätte mich dann auch gefragt, wenn ein Teil zum Beispiel sich enthalten hätte oder dagegen gewesen wäre, sind wir auf der richtigen Spur. Aber das war für mich bisher immer wieder aufbauend und hat mir auch Ansporn gegeben, für die Arbeit weiterzutreiben. Alle waren bisher immer dafür. Ohne Enthaltung, ohne irgendeine Gegenstimme gehen wir das Projekt Bürgerhaus an. Und deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass wenn das Ganze vorbei ist, mit Sicherheit wird es noch das eine oder andere seltsame, blöde, aufbauende oder sonst irgendwie Wort geben, wie das halt immer so ist bei Vereinen. Der eine weiß es ja immer besser wie der andere, das kennen Sie ja vielleicht auch. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir fertig sind, dann hat das Bürgerhaus, und es ist erfolgreich fertig, dann hat das Bürgerhaus viele Väter und das und Mütter und das auch dann mit Recht. Dann wünschen wir Ihnen und den anderen Eurener Bürgern gutes Gelingen und vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich fürs Zuschauen und ich hoffe, Sie sind auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt OK54 nachgefragt. Tschüss.